Jetzt gerade geklingelt. Damit willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 aus dem Hause Dave Durin TV. Das erste Mal seit einer Woche wieder. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Irgendwas hat gerade geklingelt. Ich glaube, das war das Handy, was wir haben. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. War es vielleicht Wakako Okada, unsere Lieblings-Omi? Kein Altersrassismus intended. Ja, wir haben beim letzten Mal, um vielleicht mal kurz das Revue passieren zu lassen, wir haben nach Evelyn Parker gesucht, nachdem, und so. Und wir waren im Clouds, so hieß der Club, haben da den Woodman, den Chef, ein bisschen zurechtgewiesen, möchte ich meinen. Und wir waren bei Judy, weil wir ja so ein bisschen rausfinden wollen, ne, was ist jetzt hier so los, was ist mit diesem Relic. Und ich wollte ihn gerade erwähnen. Kannst du reden? Das ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ja, geil. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City. Und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Bist du blind? Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich hab dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn's sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue ihm. Na gut. Wo und wann treffen wir uns? Japantown. Wenn's dunkel ist. Ich schicke dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Ich habe den Namen des Sprechers leider wieder vergessen, aber kennt man ja. Watanabe oder so, kann das sein? Nee. Komm jetzt gerade nicht drauf. Guten Abend, Björn. Schönen guten Abend. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon unschwer erraten habt, wenn ihr die bisherigen Teile dieses Let's Plays geschaut habt. Wie immer live auf twitch.tv/DaveDurinTV. So auch kotzt du an das Bild. Bin nicht in der Stimmung. Geh bitte einfach. Ja, okay, das merke ich und das respektiere ich natürlich. Wir haben beim letzten Mal übrigens auch noch mit Johnny gequatscht, der uns ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, es war so eine Art Zwiegespräch, was wir hatten. Fand ich eigentlich ganz cool. The Space in Between ist jetzt unsere Mission. Begib dich zur Jig-Jig Street oder ruf Judy an. Optional, das machen wir doch mal. Falls ich übrigens ein paar Wortfindungsprobleme haben sollte, dann liegt das daran, dass ich vorhin noch auf Englisch gestreamt habe, auf meinem YouTube-Kanal VlogDave, so eine Art 2020 Rückblick-Stream. Übrigens, geiler Stream mit sehr, sehr großem Support, also ich bin extrem dankbar, also das war halt echt krass. Ein paar Tipps bekommen und so, also im Sinne von Trinkgeld und das war, ja. Ich komme da immer nicht drüber hinweg. Also, wir rufen aber Judy an, zurück zum Spiel. Wie? Du rufst tatsächlich an? Ja klar, rufe ich an. Hallo? Du bist doch Judy, immerhin. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache. Sie einzuhalten, eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Boah, sieht das so. Das sieht so geil. Ich kann mich daran einfach nicht satt sehen, ne? Vor allem diese Flugdinger. Ich will auch da rein. Aber das sind wahrscheinlich einfach nur diese Trauma-Teams, ne? Also diese Krankenwagen, die fliegenden Krankenwagen sozusagen. Ach ja, wer ist das denn? Das ist ein Polizist. Ach so, deswegen.
Dave, ich fange die Tage an mit dem Bild. Weiß nicht, ob ich dir gesagt hatte, dass ich mich verletzt hatte und nicht zeigen. Björn, mach dir keinen Stress wegen mir. Also ohne Scheiß. Ich meine, danke, dass du mir Bescheid gibst, ne? Alles gut. Und gute Besserung natürlich. Was hast du denn gemacht? Okay. Was hast du denn gemacht an deiner Hand, hör mal? Hoffentlich nichts allzu Schlimmes. Wie gesagt, mach dir wegen mir da echt keinen Stress, also. Mach, wie du kannst und Zeit hast und so, und wenn du möchtest und sowas natürlich auch nur. Fühl dich nicht gedrängt oder sowas, ne? Das ist mir ganz wichtig. Ich freue mich aber natürlich auch schon mega drauf, so ist es nicht. Denn der Björn wollte nämlich ein Bild von mir zeichnen, hatte ich ja schon mal im Let's Play erwähnt. Mich so ein bisschen im Cyberpunk-Stil, und da freue ich mich schon sehr drauf. Björn kann richtig geil zeichnen. Richtig talentierter Typ und auch einfach ein sehr netter Typ, muss ich einfach mal sagen. Und das sage ich nicht nur, weil er jetzt hier ist, sondern weil er es auch ist. So, wir gucken mal eben, beziehungsweise, wir gucken mal ins Journal, beziehungsweise Levelaufstieg. Wir haben einen Levelaufstieg und wir haben nicht gelevelt beim letzten Mal? Kann mir keiner erzählen. Breach-Protokoll. Soll da nicht zu sehr hinterherhinken, würde ich sagen. Hinken. Großer Schlaf. Das ist natürlich auch geil. Data Mining. Du hast dann Zugangspunkte 50% mehr. Okay. Erstmal ein bisschen Geld kommen. Und Breaching ist tatsächlich auch was wir uns sicherlich nochmal merken sollten, was wir nach und nach auch ausbauen sollten, denn wir werden sicherlich im Laufe des Spiels noch weiter breachen, und je mehr Zeit wir dafür haben, desto unkomplizierter ist das Ganze natürlich, desto mehr können wir uns auch erlauben an Fehlern oder sowas zum Beispiel. Schöner Touch hier mit dem Nebel. Wer ist denn er? Ich werde nur noch angerufen hier. Hey, hörst du mich? Laut und deutlich, schrei nicht so rum. Was gibt's? Ich mache einen kleinen Wettbewerb. Schießen, Preise und so. Also hier in der Anlage. Naja, das klingt doch logisch. Und? Bist du am Start? Ich dachte, Partys sind nicht so dein Ding. Ja, eine große Sache wird das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp und das ist zur Kundenbindung und so. Du könntest ja Knarren direkt aus der Produktion verkaufen. Überspringe einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Pff, wie? Also wirklich? Ich liebe das Motorrad, ne? Ich sag erstmal zu, mal gucken. Klar. Bin dabei. Wann? Naja, jetzt. Wir warten auf dich. Bis gleich. Shoot to Thrill. Ach, geile Anspielung auf AC/DC natürlich. Shoot to Thrill. Ach ja. So, ich wollte aber eigentlich was ganz anderes machen. Und zwar wollte ich hier mal gucken. Genau. Das sind unsere Sachen, unsere Hauptmissionen. Wir haben drei verschiedene Hauptmissionen momentan. Shoot to Thrill. Was heißt denn das? Achso, neu ist das. Okay, lese ich gerade erst. Also wir haben noch einige Sachen, die wir hier machen können. Epistrophe sind diese ganzen Delamain-Autos, die verrückt gespielt haben. Beim Schwimmeltragen ist mir eine Glasplatte durch die Hand geglitten und hat vielleicht eine riesen Kerbe in meinen Finger gehauen. Au! Warum machst du denn jetzt immer heil? Aber was machst du denn, hör mal? Aber jetzt verheilt, okay. Boah, aber krass. Ist nur eine schöne Narbe geworden, ja, das glaube ich. Dann wirst du immer an deinen Sperrmüll denken. Ist doch schön. Ist das nicht eine schöne Erinnerung? Er ist ja wieder da von den Toten auferstanden. Welcome back, Tobi. Ich würde sagen, wir machen mal Shoot to Thrill, weißt du was? Komm, wir machen jetzt einfach mal, und dann machen wir vielleicht nochmal ein paar Delamain-Sachen erst, bevor wir mit der Main-Quest weitermachen. Oder mit einer der Main-Quests. Beschreibung sagt zwar, geh zu Wilsons Schießstand, aber ihr wisst ja, wie wir gehen, nämlich gar nicht. Ach ja. Und ab über die Brücke. Japantown müssen wir ja auch noch hin, hinterher. Das ist dann die Sache mit Takemura. Da waren wir ja auch, glaube ich, schon mal. Hey, wie, ich habe hier einen Quarz, den du... Okay, einen Quarz hast du. Bin ich noch über ihr Bein gefahren? Ich hoffe es nicht. Wenn ja, dann selbst schuld.
Wow, ich bin durch diese Lücke gefahren, das hatte ich gar nicht vor. Kabuki, neues Gebiet wird getreten. Wird getreten, genau. Aber ja auch immer Gebiete treten, wie ihr wisst. Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt kann ich aber speichern, ne? Genau. Auch schön. Links oben noch speichern derzeit nicht möglich und gleichzeitig habe ich quick gesaved. Oder gequick saved, wie auch immer ihr das sagen möchtet. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin ja nicht der weltbeste Schütze, also ich hoffe, es wird kein totales Desaster, aber wenn ja, seid ihr vorbereitet. Ich muss hier nicht rein? Doch. Achso. Das ist so eine geile Werbung. Orgiatic! Solange du dich nicht mit den Kugeln nicht selbst triffst. Ja. Ich werde es versuchen zu verhindern. Es ist aber manchmal ist es gar nicht so einfach. Feel the chemistry. Naranjita. Alright. Jetzt muss ich doch nach unten? Nee. Hey, wie? Geht gleich los. Wenn du nochmal schiffen musst oder so, mach's jetzt. Wie aufmerksam von dir. Die Party kann losgehen. Naja, erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp. Aber die Synchronstimme von ihm mag ich auch. Ich habe eben ganz kurz gedacht, das könnte David Nathan sein. Also Synchronstimme von Johnny Depp zum Beispiel und Christian Bale. Ich weiß gar nicht, ob der hier auch in dem Spiel mitmacht. Fände ich sehr, sehr cool. Hi. Ich klau mir hier den Chip mal, ne? Da, hi. Und lecker Burger. Ist das der Typ, der mal verbuggt war, wo der Burger mal runtergefallen ist? Das hatte ich nämlich mal auf YouTube gesehen. Könnte er gewesen sein. Wie viele sind da? Nur 6? Ach, das ist meins, okay. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das vom Nachbarn. Der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Ah ja, nur Kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmwurmen und Raketenschleudern raus, verstanden? Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Aber genug gelabert. Dann wird man ja bekloppt. Bereit? Nein. Ich muss doch erstmal hier. Warte mal. Inventar. Ich muss doch hier mal eben dich ablegen und was Kleinkalibriges nehmen. Es ist halt die Frage, was ist alles kleinkalibrig? Revolver ist, glaube ich, nicht mehr kleinkalibrig. Ist auch ein. Wie soll man sagen? Ein Zungenbrecher, ein Brecher der Zunge. Hast du eigentlich schon irgendwelche großen deutschen Persönlichkeiten getroffen in Night City? Egal, ob stimmlich oder bildlich. Deutsche Persönlichkeiten noch nicht, nee. Also ich könnte mir vorstellen, auf wen du anspielst. Und ich freue mich auch schon auf zwei, die ich zumindest stimmlich treffe. Wann das passieren wird, weiß ich aber nicht. Ich bin mal gespannt. Bis auf Cole Carnage, den amerikanischen Streamer, den ich ja sehr, sehr gerne schaue, habe ich sonst noch keinen getroffen, glaube ich. Ich muss mir noch mal irgendwas zu trinken einschenken, bevor wir weitermachen. Also ich denke mal, ich kann nur die eine Handfeuerwaffe da oben nehmen, was ja auch okay ist, ne? So ist es nicht. Kann ich mit leben. So. Upp, kleinen Moment. Geht sofort weiter. Ach, ich habe wieder Bock. Jetzt mal da ein und gleich suche ich, wo ist mein Glas? So. Drei? Zwei? Hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der doppelläufigen? Nur Kleinkaliber. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter! Herr!
Und jetzt mach einen Abgang, Mann! Sofort! Ach, Wilson. Ey, entspann dich, Chum. Einfach mal chillaxen. Bin ja schon weg. Was heißt Chum eigentlich genau? So ein Scheiß. Ich sag's dir. Geh in Position. Na gut. 3, 2, 1. Hallo? Schieß aufs Ziel, nicht die Wand. Ja, Wilson, ich hab das Ziel getroffen. Es hat nicht gezählt. Halbzeit, wie? Streng dich mal ein bisschen an. Ja, dann musst du mal mehr Ziele. Brille vergessen? Ich finde das so cool, wie er das kommentiert. Vor allem, dass er bei allen kommentiert, nicht nur bei uns. Zieh's durch, wie? Ja, hab ich vor. Hau raus! Schneller, wie? Boah, da werde ich ja fuchsteufelswild, ich sag's euch. Komm, Schwie, komm. Leute, Ende. Wir sind fertig. Erster Platz, Rudy. Ah. Zweiter, wie? Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen. Na los, verschwindet. Hey, alles klar? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay. Gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll's lassen. Mach's gut, wie. Man sieht sich. Man kann auch öfter auf eine Platte schießen. Das ist richtig, ja. Das ist korrekt. Ich werde es vielleicht beim nächsten Mal beherzigen, aber danke für den Tipp. Seine Synchronstimme von Wilson hätte viel besser zu Co-Carnages Charakter gepasst, Gary the Prophet. Finde ich. Ja, auf jeden Fall haben wir gemacht. Wie gesagt, der beste... Ich habe übrigens noch nie in meinem Leben eine echte Waffe in der Hand gehabt. Noch nie. Also ich habe auch noch nie geschossen und nix, ne? Also ja, nix. Andererseits, ich habe auch noch nie einen Böller gezündet. Also von daher... Ich habe mir Feuerwerk immer nur angeguckt und das hat mir gereicht. Ach, das ist ja auch sein richtiger Shop und sowas alles, ne? Warte mal, können wir denn dann auch mit dir... Ja. Junk verkaufen. Was hast du denn eigentlich? Second Amendment. Heißt sein Shop. 108er, 137, 134. Nö. Okay. Spitzname von einer Freundin von mir. Nina. 165. Legendär. Aber die können wir noch nicht nehmen, ne? Weil. Weil wir uns die nicht leisten können. Das ist das Problem. Schade. Ich muss mal kurz gucken, wie das mit unseren Knarren ist. Erstmal muss ich dich wieder auswechseln. Gegenüber dich. So, dich kann ich eigentlich, ja, verkaufen. Können wir ihm seine eigene Waffe verkaufen, die da rumlag, die wir genommen haben? Ach ja, Leute. Ah, schön. 146, 135, 134. Okay. Wir haben 6.900. Und wie viel mussten wir Victor zurückzahlen? 20.000, ne? Ich glaube, dann wäre es generell nicht so sinnvoll, wenn wir uns jetzt irgendwas kaufen würden. Und wie gesagt, was ich mich halt auch letztes Mal gefragt habe, ich weiß halt auch nicht, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Waffenmodifikationen und sowas zu kaufen, ob das halt sinnvoll ist, weil wir ja auch regelmäßig neue Waffen bekommen, die besser sind als die alten, weißt du? Wobei... Theoretisch gesehen könnte man von den alten ja auch diese Modifikationen wahrscheinlich einfach dann abmachen und auf die neuen aufsetzen. Also von daher wäre es relativ, denke ich mal. Aber gut. Ja, dich, bis ich dich benutzen kann, das wird auch noch schön. Mindestlevel 22, ja. Wir sind ja schon Level 10.
Ich weiß gar nicht, wie viele Level es überhaupt gibt.